Okay. Es geht weiter, meine lieben Bonsai-Freundinnen und Freunde. Heute mit einem wunderschönen Baum, der noch in Vorbereitung ist zu einem Bonsai. Auch hier noch im Training, kannst du sagen auch. Es handelt sich um eine Wisteria, ein Blauregen. Und das ist eine Wisteria gezüchtet so, dass sie sofort blüht. Also brauchst nicht den Baum irgendwie über Jahrzehnte heranziehen, bis er irgendwann mal anfängt zu blühen, sondern das Ding blüht einfach. Von Jans alleine ist eine Neuzüchtung in dem Sinne. Aber ich schneide schon mal pauschal zurück, damit ich hier gleich besser arbeiten kann. Die Vermehrung ist ganz einfach über Absenker. Eine ganz einfache Sache. Im Boden legen, die Rinde ein bisschen ankratzen, in Boden rein, wie gemerkt, Stein drauflegen zur Beschwerung und dann lass das Ding wachsen. Am besten 2 Jahre. Und dann rausholen, boah, heftig, jetzt wird es aber stürmisch hier. Und dann kannst du ihn abschneiden, boah, und dann, heavy, was geht denn jetzt ab hier? Und was wollte ich gesagt haben? Dann kannst du ihn ausgraben, einpflanzen, weiter vorbereiten, so wie ich es hier auch gemacht habe. Denn auch das waren mehr oder weniger nicht gewollte Absenker, der ist von ganz allein im Topf gewachsen damals. Werde ich aber dieses Jahr nochmal angehen. So, das Laub kann jetzt auch runter hier, das war im Winter einfach mal drauf hier, das ist also nicht so schlimm. Aber jetzt zum Arbeiten ist das natürlich nicht so gut. Und jetzt ist also auch wichtig, wie lange steht er drin? 2 Jahre, glaube ich, ne? Jetzt den Wurzelbereich auch anzugehen. Ne? Okay, ausnehmen können wir schon mal. Jawohl, können wir schon mal. Wurzeln sehen gut aus, ne? Schön weiß, alles easy. Und ran an die Geschichte, würde ich sagen. So, yippie-yay. Was denkst du, wie gehen wir jetzt vor als erstes? Ja, siehst du schon, ne? Weiß Bescheid. Ja, weil hier brauchen wir auch nur den inneren Bereich, sage ich mal. Ne? Den äußeren Bereich braucht man nicht. Was soll ich hier die Wurzel lang ziehen? Da ziehe ich mir noch eher die Nase lang oder was? Aber auf, nee. Also, wir werden jetzt hier, also sehen gut aus, die Wurzeln, richtig klasse. Ne? Stand im Winter auch draußen. Und dann werden wir jetzt einfach mal beherzt. Oh, der hat schon kräftige Wurzeln, muss ich sagen. Beherzt einmal hier drum rum schneiden. Steht übrigens auch in der Kokoserde, ne? Also zur Anzucht von so einem Bäumchen, erstmal bevor man überhaupt irgendwas macht, ist das vollkommen ausreichend. Ne? Also brauchst du kein Bonsai-Substrat oder sonst irgendwas. Ganz normale Kokoserde, sprich Blumenerde, whatever. Ne? Und dann klappt das schon. Übrigens, bei Blumenerde musst du natürlich aufpassen, bei Bäumchen, die du jetzt frisch einpflanzt, mit Wurzelschnitt und hast du nicht gesehen, Blumenerde enthält in der Regel Nährstoffe. Ne? Da musst du aufpassen. Also die Erde sollte auf jeden Fall ungedüngt sein, wenn man eine nackte Pflanze, sage ich mal, ja, einpflanzt. Ne? Denn Nährstoffe sind kontraproduktiv für die Wurzelbildung. Und unter Umständen können die Salze dann auch schon mal die Wurzeln schädigen. Und dann war es das von vornherein schon gewesen. Und du kannst den Baum gar nicht weiter voranbringen. Ne? Ja, der steht mit Sicherheit schon 2 Jahre hier drin. Doch, auf jeden Fall. Hoppala. Ja, holla die Waldfee. So, 1, 2. Nochmal kräftig, jawohl. So, jetzt sind wir einmal rum. Ich mache das mal eben sauber. Das wird jetzt auch ein bisschen tricky. Ja, wir sehen schon hier dicke Wurzeln. Ja, okay, also nutzt allerdings, wir fangen jetzt einfach mal an. Ganz gemütlich vom Außenbereich nach innen, wo man nicht hinkommt mit der Wurzelkralle. Einfach belassen erstmal, einen anderen Weg suchen. Ne? Also nicht, wenn hier dicke Wurzeln sind, da einfach mal dran rumkratzen, sondern das machen wir dann später. Erstmal das, was sich ganz locker einfach entfernen lässt, das nehmen wir jetzt erstmal sofort mit. Ne? Alles schon schön, die Wisteria, wie einfach die zu vermehren ist. Ne? Wie gesagt, Absenker, überhaupt kein Problem. Das klappt wunderbar. So, und wenn du jetzt, sagst mal, wenn du Wisteria im Topf hast, stell einfach einen anderen Topf daneben und leg die Rute da rein. Ne? Wie gesagt, ein bisschen Rinde abmachen und einbuddeln. Und lass das dann einfach Topf an Topf. Und ja, dementsprechend hast du dann später in dem anderen Topf eine neue Pflanze. So, kannst auch von vornherein, wie gesagt, einen ganz normalen Topf nehmen, muss keine flache Schale haben oder so. Da geht es ja erstmal darum, überhaupt erstmal eine Rute in dem Sinne zu bewurzeln. Ne? So, du kannst die Rute übrigens auch dementsprechend schon mal einkürzen. Das heißt, du legst ihn in den Topf rein, ne, lässt ihn rausgucken und schneidest ihn dann ab. Ne? Und von daher ist das eine ganz easy, coole Sache. Und da musst du einfach mal gucken, was so angeboten wird in den Baumschulen. Ne? Ist so. Also ich habe damals Glück gehabt, weil ich habe sie gekauft, als sie am Blühen war. Und ich wusste gar nicht, dass die halt dann, dass der auch dieser, ich sag's mal, die neue Pflanze in dem Sinne sofort anfängt zu blühen. Das wusste ich gar nicht. Ne? Das war dann auch mehr oder weniger Zufall gewesen. Okay. So, aber man sieht es eigentlich in der Regel schon, wenn man eine Pflanze kauft, wenn es eine kleine oder junge Pflanze ist.
und die schon voller Blüten ist. Das ist eigentlich nicht normal bei Wisteria, sondern die machen das eigentlich erst, wenn sie etwas älter sind. Dann weißt du eigentlich schon, dass die ja, dementsprechend auch als Jungpflanze schon wunderschön blühen können. So, okay. Das ist jetzt wie gehabt in den anderen Filmen. Ne, da gehe ich jetzt rundherum einfach mal ganz beherzt dran in die ganze Geschichte. Und auch hier war es von vornherein natürlich, als er bewurzelt war und eingepflanzt wurde, direkt in der Trainingsschale. Der Vorteil, dass wir halt auch jetzt hier schon ja, das Ganze flach haben. Ne? Das ist eben ne, am einfachsten. So, und wie gesagt, Kokoserde ist da vollkommen ausreichend für. Rein theoretisch kannst du auch jeden Bonsai in Kokoserde pflanzen. Aber nun ja, ist eine andere Thematik in dem Sinne. Was die Pflege angeht. Dann, ne? So, also, das mache ich jetzt mal in Ruhe erstmal langsam weiter hier. Jetzt habe ich ihn einmal reingedreht. Ready to done. Also pass auf, wir haben Potenzial nach oben, wo auch immer der Weg hingehen wird. Das werden wir mal sehen. Ne, wichtig wird hier gleich nur einfach mal ein Rückschnitt zu sein und dann lassen wir das Ding austreiben und mal gucken, wo der Weg uns dahin führt. So, oh yes. Das sieht schon mal richtig klasse aus, muss ich sagen. Also da war ich sehr überrascht. Das Sauberspülen ging eben ganz einfach. Also 3-4 Mal reingetaucht und zack, bumm, war die ganze restliche Erde weg. Also mit der Kokoserdenanzucht ist eine richtig coole Sache. So, also es geht weiter. Boah, der Wind. Holla, die Waldfee. So, wir haben also, Moment, einmal Bildschirm ein bisschen drehen, dass ich was sehen kann. Wir haben ordentlich Wurzeln. Ne? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist damals der Cut gewesen von der Pflanze, ne? Wo sie abgetrennt haben im Prinzip. Ja, also das hat sich mächtig prächtig entwickelt, muss ich sagen. Also richtig klasse. Die Vorgehensweise ist scheinbar bei der Wisteria, also nicht meine Vorgehensweise, sondern die Vorgehensweise des Bäumchens. Bei starkem Rückschnitt macht die viele Wurzeln. Also das sieht schon mal, Moment mal, ich muss eben was gucken. Muss ich mal nochmal die andere Brille aufsetzen. Denn, das können wir schon mal alles wegnehmen hier, so Kleinkram, dass wir dann ein bisschen besser was sehen können. Und ich mal just meine andere Brille aufsetze. Pass mal auf, denn da wächst irgendwas, so wie das aussieht, warte mal. Ja. Oh, hör mal auf, ich denke, man kann es vielleicht erkennen, und zwar da. Wo ist mein Finger? Da. Da wächst etwas heraus. Pflanzentechnisch, also nicht wurzeltechnisch, sondern pflanzentechnisch. Jo, okay, das ist jetzt allerdings nicht gewollt, dass die jetzt von unten nochmal rauswächst, das wäre nicht so dolle. Auch hier sehen wir wunderschöne Knospen da, ne? Also rein theoretisch könnten wir ihn hier abschneiden, rein theoretisch. Wir können auch hier abschneiden, rein theoretisch, alles möglich. Alles möglich mit dem Bäumchen. Aber die Reise nur wirklich hingeht, weiß ich gerade auch nicht. Pass mal auf, habe ich irgendwas zum Nähen? Da komme ich ja immer. Ich mache es einfach mit dem Finger mal. Jawohl, geht auch. Genau, ich ziehe die Knospen einfach mal mit den Fingern ab hier. Denn ich möchte jetzt nicht, dass der da unten austreibt. Ja, wieso treibt er von unten aus? Weil, wie gesagt, es war eine Route. Ne? Und klar, hier sind voraussichtlich damals Augen gewesen. Ne? Also ein Blatt mit Achsel, Augen drin. Ne? Und deswegen wächst das da unten halt dann eben auch raus. Ja, weil da unten eben Wachstumspunkte sind. Ja, okay. Also die haben wir erstmal ab. Ansonsten sieht das gut aus. Einzige, was mich ein bisschen stört, ist der Bereich hier. Weil die Wurzeln etwas höher sind als die anderen. Und die nehmen wir auf jeden Fall schon mal weg. Ne? Die nehmen wir auf jeden Fall schon mal weg hier. So, einmal Nummer 1. Und einmal Nummer 2. So, dalle. Okay. Dann haben wir nämlich den Rest eigentlich schon mal soweit ganz okay. Das ist schon heftig. Da muss ich jetzt echt überlegen, was behalte ich und was nicht. Das müsste ich mir in dem Zuge eigentlich auch nochmal selber angucken, bevor wir hier wirklich viel mehr machen. Okay. Die Wurzeln sind schon sehr lang herausgewachsen. Trotz alledem ist hier eine Verzweigung überall. Also wir haben ihn damals schon mal hier, da gecuttet. Ne? In dem Bereich. Hier auch. Und hier. Ja, okay. Also. Jetzt haben wir die noch über dieser liegen. Das ist natürlich ein bisschen viel. Ne? 1, 2, 3 Wurzeln übereinander. Ja, okay, aber andersrum. Nee, komm, den nehmen wir weg hier. Das wird dann doch zu viel. Das wird dann doch zu viel. Okay. Den würde ich rein theoretisch auch wegnehmen. Aber dann habe ich hier nichts mehr. Dann ist hier nichts mehr. Ne? Wenn ich den jetzt wegnehme hier, den, ne? Dann haben wir da ein kleines Loch. Das ist halt die Frage. Ja, mal gucken. So. Wenn die jetzt schräg einpflanzen später.
Dann könnte, ist aber nicht so optimal, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich müsste der auch weg. Ja, so ist das, ne? Viele Wurzeln ist ja ganz schön, ne? Aber die Entscheidungsfindung dann eben nicht so einfach, ne? So, mal auf, ich überlege mal kurz, wie wir da vorgehen oder vorgehen können. Auch hier gibt es sicherlich viele Wege. Ist nicht so einfach manchmal. So, also ich muss jetzt erstmal darauf achten, wie wird der Baum eingepflanzt. Also die Gesamtwurzelbereich, dass der also flach liegt. Wenn ich den jetzt kippe, dann stehen die natürlich nach oben. Das ist nicht der Birne, also doch wieder so. Ne? Und also der gefällt mir hier nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der, der fällt voll ins Auge in dem Sinne. Ne? Und alles andere sieht man dann nicht. Sondern der sticht mir zu sehr ins Auge. Mal auf, da wächst hier nebenan noch eine Wurzel. Ich würde sagen, ich nehme ihn auch weg. Komm, wenn ich jetzt schon so lange überlege, dann machen wir das einfach mal und schneiden den auch ab hier. So, ja, das sieht von der Optik her gleich ganz anders aus. Ja, auf jeden Fall. Das ist okay. Wie gesagt, wir haben die eine Wurzel hier noch. Die kann auch dicker werden und dann sollte das gut sein. So, ansonsten, ja, es ist so, dass der Ding auch so viele Wurzeln macht, ne? Ist so, machst du nix. So, hier eine dünne, die nehme ich einfach mal weg, weil die über der dicken war hier. Hier sind jetzt auch zwei übereinander. Kriegen wir das so ins Bild, ich hoffe es mal. Boah, der Wind, ey, heftig. So, den nehmen wir auch weg. Dann haben wir hier eine dünne Wurzel. Okay, die ist schon ab und die ist auch ab. So. Das lassen wir soweit, würde ich sagen. Wow, heftig. Vielleicht fällt mir die Kamera um. Alter Schwede, was geht ab hier? Holla, die Waldfee. Moment, ich mache just Pause. Alter Schwede, so. Es geht weiter. Okay, also, jetzt haben wir erstmal so ein bisschen aussortiert. Ich würde am liebsten auch hier im unteren Bereich noch was wegnehmen, bin ich ganz ehrlich. Und dann mache ich das jetzt auch einfach mal. Weil da sind mir einfach zu viele Wurzeln. Boah, Alter. Puh. Ja. Nee, sage ich jetzt nicht. Alter Schwede, sag dir du. So. Nee, es geht nicht um das Bäumchen. Trotz alledem werden wir jetzt hier die Wurzeln nochmal zurücknehmen, ne, und schräg nach unten abschneiden. Damit halt die Wurzeln dann, die nur sich neu entwickeln, nach Möglichkeit eben auch nach unten wachsen und nicht nach oben in dem Sinne. Ne? So, hier können wir ruhig beherzt vorgehen. So, die dicke Wurzel, warte mal, kriege ich die noch? Ne, die kriege ich nicht mehr so geschnitten. Pass mal auf, ich schneide die einfach mit der Konkavzange. Kann man das nur sehen? Oh, ich bin gerade so. Ja, machst du nichts, ne? So, okay. Dann haben wir das soweit schon mal. Pass mal auf, die würde ich auch gerne noch mal ein bisschen wegnehmen hier. So, kürzen wir die auch noch mal ein. Die kürzen wir auch ein hier. So, da le. 1, 2, 3 ist alles wieder ab, ne? So ist das bei dem Detlef, ich sag es dir. So, das sieht erstmal gut aus. Ich guck mal eben. Mal gucken. Ja, das ist okay, würde ich sagen. Ne? Das ist okay. So, der kommt noch mal kurz ins Wasser. Und dann geht's gleich weiter. Alter, wir haben eine stickige Luft hier. Holla, die Waldfee, ey. So, also, Wurzelbereich ist soweit fertig. Jetzt kommen wir noch mal kurz in den oberen Bereich. Wie gesagt, da werden wir einfach einen Rückschnitt machen. Damit die Pflanze, hier ist übrigens so ein Stummel, der erstmal abgetrocknet. Ja. Den nehmen wir komplett nicht weg, sondern lassen hier so einen Ring stehen. Ne? Denn hier unten befinden sich Knospen drunter und da kann er wieder austreiben. Das haben wir jetzt gerade im unteren Bereich gesehen. Ne? Den lassen wir erstmal hier, würde ich sagen. Den kürzen wir nur einfach erstmal ein. Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Das wäre hier. Den kürzen wir auch ein. Eben kurz gucken, ob das ausreicht hier. Ich sehe nämlich gerade hier ein Auge. Da ist auch noch ein Auge. Das heißt, wir kürzen den noch weiter ein. So, ne, damit das Bäumchen muss aufgebaut werden. Und das kannst du am besten von kleiner. Ne, weil wenn die so lange ruten lässt, das sieht nicht aus. Sieht nicht aus, ist so. Ne? So, wir gucken, den können wir, glaube ich, wegnehmen hier.
So, wie gesagt, die sind überall Knospen, ne, die auch anschwellen jetzt tatsächlich. Also das wird schon eine interessante Geschichte im Laufe der nächsten Zeit. So, ich nehme mal eben den letzten Rückschnitt hier weg. Und ich würde sagen, ich schneide ihn auch direkt darüber wieder ab, so dass noch ein Auge sichtbar ist. Ne? Da sind noch Augen hier. So, dann haben wir das soweit schon mal. Ja, jetzt kannst du gar nicht richtig sehen. Ne? Warte mal. Jetzt kommt der Wind wieder. Ich muss aufpassen, dass du mir das runterschmeißt. Ey. So, hier meinen abgetrockneten. Den nehmen wir mal eben sogar ganz weg. Ne? Am besten richtig. Genau. So. Hier oben haben wir zwei. Ist einer zu viel, definitiv. Ne? Ich würde fast sagen, wir gehen zurück auf diesen dünnen Austrieb hier. Ja, genau, das machen wir auch. Das machen wir auch. Jawohl. Perfekt. Jawohl. So, den oberen Teil, den lassen wir. Da schneiden wir nicht zurück. Ne? Dann kann er vielleicht hier mal, ich sag's, die Kraft hinschicken, ne? Um dann hier alles schön dick werden zu lassen und dass diese Austriebe dann vielleicht etwas verhaltener wachsen. Wenn nicht, sehen wir später. Die Wunde werden wir auf jeden Fall verschließen hier. Das mache ich gleich noch eben just. Ansonsten würde ich sagen, können wir ihn jetzt einpflanzen. Unsere Wisteria aus der Abmoosung. Also, okay. Und schon kommen wir zum Einpflanzen. Habe ich auf Play gedrückt? Jawohl, habe ich. So, ich habe ja schon mal unser altbewährtes U hier durchgezogen, ne, um den Baum gleich anzubinden. Ich bin gerade im Überlegen noch, ob wir die Knospen hier unten dran lassen. Ich zeige es dir nochmal. Da unten, da kannst du sehen, ne? Weil die würden jetzt austreiben hier, weil natürlich Kack mit Soße, ne? Hör mal auf. Ich knibbel die einfach mal ab hier. So, einfach mal abmachen hier. Zack, zack, komm, ab hier. So, geht nicht, will nicht, genau. Dann nehmen wir einfach mal just die Schere noch bei dem Schätzchen hier. Ja, also er soll hier unten nicht austreiben. Das möchte ich dann doch nicht. So, okay. Die Wunde verschließen wir gleich. So. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die Wurzeln so hinbekommen, dass sie nach Möglichkeit alle auch im Substrat gleich liegen können. Na, also deswegen nicht zu hoch setzen. Das sollte passen so. Oh, das Substrat, reicht das noch? Hoppala, gut. Vielleicht. Wenn nicht, muss ich gleich Neues ansetzen. Ja, was heißt ansetzen? Mischen. Ne? Vivoterm mit Kokosair, das kennen wir schon. Ah, das wird knapp. Dort wird knapp. So. Vielleicht reicht es auch noch. Oh Mann, ey. So. Okay. Alle. Wir gucken. Ich glaube, das reicht noch. Das reicht noch. Wunderbar. Aber trotzdem gucke ich mal eben. Ja, Wurzeln liegen tief genug. Wenn ich nachher noch ein bisschen nachlege. Ne? Jetzt erstmal den Baum festmachen. Einfach hier drum wickeln. Boah, ist das windig, oder die Waldfee? So, und einmal so. Und fertig. Ne? Und schon kann er uns nicht mehr rausfahren hier. So, das ist jetzt wieder Trainingsschale. Ne? Und da kann er jetzt erstmal wieder ein... Ja, ich würde fast sagen, müssten ihn echt jedes Jahr rausholen, um ihn weiter voranzubringen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ne? Manchmal ist es auch so, man denkt, dass das besser wäre. Ob es dann so ist, ist eine andere Sache. Ne? So, okay, also durchdringend wässern, kennen wir schon die Geschichte, ganz wichtig, keine Nährstoffe, ne? Keine Nährstoffe. Im besten Fall nimmst du wirklich, wenn du hast, Regenwasser, im Zweifelsfall dann eben Leitungswasser, aber besser ist tatsächlich Regenwasser. Ja, okay, das heißt im Klartext, wir sind mit dem Bäumchen schon durch. Ist immer wieder überraschend, ne? Wie so ein Baum nach 2 Jahren sich in so einer Trinkschale entwickeln kann. Ne? Also das sah jetzt richtig gut aus, muss ich sagen. Total klasse. So, okay, nochmal drüber. Und das werde ich nachher auch nochmal wiederholen, damit sich das Substrat richtig schön vollsaugen kann. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass die Oberfläche nicht austrocknet. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, weil da liegen die Wurzeln runter. Und nun ja, wenn es trocken, dann trocken und dann Wurzeln putt. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Okay, that's ready.
Und lass uns überraschen, ob das von der Thematik her hier funktioniert. Auch wenn du es jetzt nicht sehen kannst. Ich gehe noch ein bisschen runter. So, ne, dass dieser Austrieb, der schwache Austrieb hier dann erstmal Kraft nach oben schickt, bevor das andere hier anfängt zu wachsen. Ich gehe davon aus, dass es funktioniert. Und umso besser kann dann auch hier die Wunde verschlossen werden von dem Baum. Ne? Also das geht dann wesentlich einfacher, als wenn das ja offen liegt, also dann auch nochmal zurückgeschnitten wird. Ne? Wenn ich das jetzt nochmal zurückschneide, dann geht hier nicht viel Saft rein, ne, nach oben. Und dann dauert das mit dem Verschluss hier wesentlich länger. Aber okay, ich verschließe das eben noch. Die Wunden sind soweit verschlossen. Und wir werden das Ganze jetzt nochmal hier an der Stelle machen. Das ist ein alter Rückschnitt von damals. Der ist nicht so richtig überwallt. Und von daher habe ich das jetzt nochmal angeschnitten, ne, damit der Kallus nochmal ja, wachstumsfähige Zellen hat und dann schneller in Gange kommt zu wachsen. Ne, und dann lege ich da jetzt auch nochmal, jetzt gucke ich natürlich wieder von hinten, einfach ein bisschen Knete hier drum, damit das Ganze schön zuwachsen kann, ne, verheilen kann darunter. Denn darunter bleibt es feucht jetzt und dann wächst der Kallus einfach unter dieser Wundverschlusspaste drunter her. So, und jetzt kommen wir, warte, kriege ich das jetzt so hin zu meinem Zapfen? Ja, kriegen wir, guck mal hier. Das ist ein Zapfen von einer Blauzeder. Und die sind jetzt dabei, ihre Zapfen zu öffnen und die Samen fliegen zu lassen. Ich will mal gucken, ob ich das so hinbekomme. So, hier sind nämlich so einzelne Schuppen. Mal eben runterlegen. Und einmal bitte scharf stellen. Dankeschön. Und hier sind dann so kleine Flügelchen drin mit einem klitzekleinen Samen. Die hängen auch noch welche drunter, sehe ich gerade. Na egal, komm. Ich zeige es mal kurz. Ne? Das ist also ein Flügelchen mit einem kleinen Samen. So, und den Flügel, den reiße ich ab. Und kriegen wir das so hin? Ich versuche es mal. Und dann lege ich den einfach hier irgendwo drauf und drücke den ein bisschen in das Substrat rein. Und ja, dann kann man immer Finger, so ist einfacher, ne? Gleich zudecken, fertig. Ja, im Prinzip spielen wir jetzt mal so Wind. Er ist geflogen gekommen mit seinem Flügelchen. So, das mache ich jetzt hier und da in verschiedenen Schalen. Hier mache ich auch noch ein paar rein. Um mal zu gucken, ob die Blauzeder dann dementsprechend vielleicht hier drin keimen wird. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, ja, kümmern wir uns mal kurz um ein Bäumchen. Das ist ein Lernbäumchen übrigens. Das ist eine Linde. Eine Linde. Ja, hat sich dafür, dass es ein Lernbäumchen ist, eigentlich ganz gut entwickelt, muss ich sagen. Wir haben sie auch letztes Jahr schon gedrahtet und den Draht, den werde ich jetzt mal abnehmen, um mal zu gucken, ja, wie jetzt dann das Ergebnis aussieht. Eingewachsen ist er noch nicht, also ist schon mal ganz schön. Es gibt ja auch, ich sag's mal so, andere Länder, andere Sitten. Ne? Es gibt tatsächlich ja, Länder, wo das gewollt ist, ne? Dass das eben so aussieht. Das ja, Eingewachsene in dem Sinne, ne? Also schon interessant. Okay. So, das sieht schon mal gut aus. Werden wohl auch neu drahten müssen. Das machen wir heute aber nicht. Nur ich wollte mal kurz gezeigt haben, wie das Bäumchen sich jetzt entwickelt hat und ob wir gegebenenfalls schon mal was dran machen. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen was dran machen. Aber ne, schauen wir mal. Wie gesagt, eins nach dem anderen. Ne? Nicht zu viel vorab erzählen, weil ich bin gerade so, ich sag mal, kurz angebunden. Muss gleich nämlich rein und ich weiß nicht, inwieweit, wie lange das jetzt hier alles dauert, denn na, deswegen eben, ne? So, sieht schon mal ganz gut aus, man sieht also sie, obwohl das geht schon, sieht schon ganz gut aus, muss ich sagen. Dafür, wie gesagt, dass es ein Lernbäumchen ist, das würde ich dir übrigens auch empfehlen, ne? Also kauf dir nicht irgendwelche Bonsai, die schon nach einiges aussehen und versuch da dran zu lernen, sondern nimm dir Sämlinge. Ja, und fang von klein auf an. Da lernst du dann dementsprechend, was die Bäume abkönnen und was sie vertragen.
welche Möglichkeiten man hat im Schnitt und im Drahten oder whatever, ne? Auch Wundverschluss und so. Manche Bäume machen schnell, auch ohne Wundverschlusspaste tatsächlich Wundverschluss und andere wiederum eher weniger. Ist aber auch abhängig vom Wachstum, wächst ein Baum stark. Wenn er Opferäste hat, dann wächst das alles schneller zu, die Schnittstellen. Und wenn eben nicht, wenn das Ganze schon schwachwüchsiger ist, gehalten wird, auch hier immer wieder reduziert wird. Denn das Bäumchen ist so vom Habitus her fertig. Ne? Also der wird nicht noch größer werden. Der wird so tatsächlich bleiben. Naja, etwas wird er sich verändern, logischerweise. Ne? So, aber es sieht schon ganz gut aus, würde ich sagen. Mal eben gucken, Schere. Ich werde den einen oder anderen Ast entfernen. Eben just gucken. Hier werden wir drahten. Ja, da schneiden wir nichts weg. Hier werden wir drahten. Das sind allerdings jetzt zwei, die rauskommen. Kann ich das ein bisschen näher dran zoomen? Ich versuche mal eben. Jawohl. So, Leute. Also, hier sind zwei, die rauskommen. Ne? Boah, das sieht jetzt nicht so aus. Ich würde sagen, wir nehmen den raus, der aus der Achsel kommt. Ne, eben nicht. Nein, weil der geht jetzt mehr in den Baum rein. Nein, das sieht so geknickt dann später nicht aus. Ne? Von daher nehmen wir den weg, ganz genau. Den nehmen wir weg hier. So, noch die Finger aufpassen, zack. Und dann können wir den später drahten. Was ich aber in dem Zuge machen werde, ich werde hier mal die ganzen Knospen, Spitzen auf jeden Fall schon mal abmachen. Das werde ich dieses Jahr auch hier bei der Linde mal machen, um mal zu gucken, wie die darauf reagiert. Ne? Einfach mal machen, nicht lange lachen. Der Wieler ist ein Lernbäumchen, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? So, gucken wir hier nochmal. Ich hoffe, man kann es einigermaßen noch erkennen. Hier kommen jetzt so ein paar kleinere noch hier mit nebenbei gewachsen. Das ist jetzt nicht so der Hit, ne? Dann nehmen wir die einfach mal. Nein, den kürze ich nur ein. Genau, den kürze ich nur ein. Das lassen wir erstmal. Da gucken wir noch, wie wir drahten. Den hier oben, den nehmen wir weg. Ups, sorry. Ne, weil wenn nach oben wächst, das sieht nicht aus. So, hier können wir drahten. Der kommt dummerweise auch von oben, aber den kann ich noch biegen und drahten. Ja, weil sonst ist da so gar nichts, ne? Das lassen wir erstmal noch. Das ist übrigens mit eines der einzigen Bäumchen, die ich tatsächlich drahte. Warte mal, ich schiebe mal ein kleines bisschen höher. So, auch wenn die Sonne jetzt weg ist, dann ist so, ja, der Kontrast nicht so schön, aber egal. So, da Dingen hier. Bin ich mir gerade nicht sicher. Deswegen kürze ich das nur ein. Ne? So, hier haben wir so ein paar Knospen, die hier oben raussprießen. Da, ja, die nehmen wir weg. Die brauchen wir nicht da an der Stelle. So, das lassen wir hier. Da können wir drahten. Aber in dem Zuge nehme ich hier auch mal die Knospe raus. Alles, wo die ganzen dicken Knospen sind, die ziehen wir einfach mal ab. Das ist jetzt so eine Lernsache. Ne? So, komm. Du kommst auch mit. Jawohl. Du kommst mit. Dich nehmen wir auch weg hier. Dich nehmen wir auch weg. Oder bin ich echt gespannt drauf, wie der darauf reagiert. Das ist das erste Mal, dass ich das dann auch mache. Einfach mal machen, nicht lange lachen und schon, ja, können wir etwas Neues lernen. So, okay, ich glaube, das reicht in dem Zuge. Wie gesagt, hier werden wir auch drahten, tatsächlich. Das bringen wir dann alles so ein bisschen in diese Richtung hier. Ja, okay, hier unten ist jetzt ein kleiner Stummel. Den nehmen wir schon mal weg, hier, den brauchen wir nicht mehr. Okay. Hier sehen wir auch Wundverschluss. Ne? Es geht, kommt so langsam, aber nicht der Börder, weil eben hier alles nur wenig Saftzug hat. Dann dauert das eben ein bisschen. Das ist immer so gegeben, auch auf der gegenüberliegenden Seite kann man das sehen hier. Ne? Und da kann man sich mit der Wundverschlusspaste helfen. Die hatte ich damals in dem Zuge noch nicht gehabt. Und oder aber ich war zu faul oder kein Bock oder wie auch immer. Und dann hat sich das jetzt einfach so entwickelt. Ist aber nicht schlimm. Mit der Zeit wächst das auch zu. Dauert dann halt einfach ein bisschen länger. Naja, was heißt ein bisschen? Unter Umständen schon noch etwas mehr. Warte mal, kriegen wir den noch einmal nach oben? Nee, warte mal, ich ziehe mal eben. Ich habe die Kamera direkt ja, vor mir stehen. So, hier sehen wir jetzt die Spitze oben. Das belassen wir hier soweit. Allerdings werden wir die Spitze reduzieren, denn wie gesagt, wir brauchen keine Opferäste mehr. Das soll sich alles verhalten und langsam entwickeln.
Und dann nehme ich den jetzt einfach mal hier weg. So, ne, ein bisschen Platz lassen über der Knospe, dass sie nicht gleich mit eintrocknet. Das wollen wir nicht. Aber das Ding hier, das sieht aber auch blöd aus. Warte mal auf. Kannst du gar nicht sehen. So, ne? Das Stängelchen hier. Nee, komm, der kommt weg hier. Das ist, ne, komm, zack, bumm. Jawohl, dann sieht das von der Optik her nochmal wieder besser aus. Wie gesagt, das andere werden wir drahten. Und dann gucken wir jetzt noch einmal nach unten in den ganzen Bereich rein. Denn hier werden wir auf jeden Fall schon mal das Moos rausnehmen. Alles ist halt so, wenn du das Moos wachsen lässt, das wächst überall drüber. Ne? Also das Substrat war nicht so hoch, das war hier irgendwo hier unten. Ne? Und das ist alles drüber gewachsen im letzten Jahr an Moos und an sonstigen Sachen. Ja, okay, das nehmen wir erstmal ab, würde ich sagen. Da machen wir jetzt auch keinen langen Tamtam von, sondern rupfen einfach mal hier rum. Ja, ist schon cool, ne? Wie man sich dann Torf selber produzieren kann in dem Sinne. Ja, das ist schon genial. So, übrigens habe ich auch Sphagnummoos hier draußen wachsen. Und das schon, ich glaube, 3-4 Jahre sogar schon. Da habe ich Karnivoren auch drin. Aber die Vögel zucken mir jedes Jahr das Moos runter. Und dieses Jahr habe ich einfach erstmal was drüber gelegt. Zeige ich euch vielleicht auch, wenn ihr Bock drauf habt, wie das aussieht. Dass man also Sphagnummoos sich selber im Garten halten kann. Ne? Das ist ganz einfach. Also wirklich total easy. Ne? Einmal zu weit gedreht. So. Ja, okay, jetzt brauche ich einmal meine Bürste. Ich habe schon alles weggepackt, weil eigentlich wollte ich gerade schon reingehen. Aber ich dachte mir, na, der Film ist doch noch ein bisschen zu kurz. Komm, ein bisschen was machen wir noch. Ne? So, dann versuchen wir das Ganze mal. Jetzt gucke ich natürlich wieder von hinten. Ne? Das Moos hier zu entfernen, damit wir den Wurzelbereich sehen können, den Wurzelansatz. Oh, das sieht schon mal interessant aus auf jeden Fall. Ja, guck mal, aus dem Lernbäumchen wird dann doch was Interessantes. Ne? Ja, okay. Soweit schon mal ganz cool. So, kratzen wir hier oben das nochmal ein bisschen runter, wenn ich das so hinkriege. Kriegen wir das hin? Eigentlich müsste ich ihn jetzt rausholen, ne? Ich sage dir, du. So, komm. Dann holen wir ihn raus. Ich schmeiße mal eben ins Wasser. Und ihn gleich sauber machen. So, geht einfacher, ne? Ja, klopfen und dann kriegt man das wieder ab hier. So, dann ziehen wir das mal vorsichtig runter hier. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen Krach macht. Aber das Moos ist schon heftig, ne? Also wir haben echt hier so eine richtige dicke Schicht drauf. Holla die Waldfee. Oh, das sieht schon ganz gut aus, muss ich sagen. Das hat sich prima entwickelt. Wie gesagt, dafür, dass es ein Lernbäumchen ist. Ne? Hier machen wir alles Mögliche dran, um mal zu gucken, was der Baum so verkraftet, also die Linde, ne? Wie sie reagiert auf verschiedenste Gegebenheiten, Schnittmaßnahmen, Drahten und hast du nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall toll. Wunderbar. So, okay, ich glaube, dann habe ich soweit erstmal alles und dann machen wir jetzt auch gleich weiter, würde ich sagen, wenn wir schon dabei sind. Und dann, Moment, einmal Schere. Wie gesagt, ich habe schon alles weggepackt. Nein, nicht weggepackt, es liegt hier vorne am Rand. So, dann machen wir einmal flott jetzt einmal rundherum hier. Okay, also auch hier gucken wir mal eben. Hier war, boah, ist das schon wieder so windig. So, hier war mal ein Rückschnitt, sehe ich gerade an der Wurzel. Also, können wir einmal am Rand entlang schneiden, nicht zu viel rein, ne? Weil ich weiß jetzt nicht genau, hier sehen wir schon eine Verzweigung einer Wurzel. Das heißt, hier drunter ist der Rückschnitt gewesen, der letzten Wurzel. Ne? Also können wir auch hier einmal beherzt drumherum schneiden. Ist die einfachste Variante nach wie vor. Ist so, ne? So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das hier ein bisschen eng ist. So, dann kommen wir um die nächste Kurve. So, dale. Siehst du, klappt doch wunderbar. Okay, kurz sauber machen. Und schon kann es weitergehen. Jetzt brauche ich die Wurzelkralle. Ja, ist so. Hol da eins nach dem anderen hier ran. Ja, der doch, ne? Also sieht man auch mal wieder, ne? Also viel Wurzel ist er nicht, ne? In dem Sinne. Vor allen Dingen mal gucken, was da übrig bleibt. Erstmal am Rand entlang vorsichtig hier. Einmal am Rand entlang. So, dann einmal vorsichtig von unten.
Es ist ja eigentlich gehabt wie bei jedem Bäumchen, fast kannst du sagen. Da haben wir schon einige Filme gesehen, wie wir das gemacht haben. Trotzdem zeige ich das, weil ich kann ja nicht davon ausgehen, dass du die vorherigen Filme gesehen hast. Wenn nicht, würde ich es dir einfach empfehlen, weil wir haben doch einige schöne Sachen schon mittlerweile gemacht dieses Jahr. Gibt es auch eine Playlist für. In der Regel verlinke ich die manchmal, nicht in der Regel, sondern manchmal verlinke ich die in der Endcard oder aber in der, ach, wie heißt das andere denn? Endcard und das andere war, ja, weiß Bescheid, ne? Ja, so ist das, machst du nix, ne? Vielleicht fällt es mir gleich noch ein, wenn nicht, auch nicht so schlimm. Ja, das ist also doch auch heftig viele Wurzeln, muss ich sagen. So, aber wie gesagt, auch hier langsam und behutsam, auch wenn ich jetzt ein bisschen gerade flott machen muss, damit ich fertig werde hier. Ne? So ist das dann manchmal. So, okay, langsam kommen wir schon mal rein in die ganze Geschichte. Hier oben müssen wir vorsichtig sein, da sind die ganzen Wurzeln ineinander gewachsen. Ne? Da kannst du nicht einfach so reißen, das funzt nicht. Das heißt, auch hier bitte jetzt erst einmal spülen, muss ich jetzt aber nicht nochmal zeigen. Ne? Haben wir gesehen, wie das geht. Und mal gucken, wie wir da gleich weiter vorankommen mit unserem Übungsbäumchen. Ein bisschen näher dran zoomen. So, das ist jetzt hier ein Fall, ja, hoffnungsloser Fall, kannst du sagen. Also hier ist nichts mehr mit Erde abmachen und so, das war jetzt das meiste, was ich abgekriegt habe. Weiter geht's nicht, weil das ist so kräftig durchwurzelt alles. Hier ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das Bäumchen hat vor 2 Jahren, glaube ich, extrem gelitten. Da standen sie draußen im Winter und da hatten wir so extremen Winter gehabt. Oder war das der vorvorletzte Winter? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das nicht der Burner. Ich schneide jetzt einmal hier einfach drunter her. Hör mal auf. Einmal ein bisschen höher, komm mal her. Einmal ein bisschen höher. So, okay, wir schneiden einfach mal ein bisschen drunter her hier. So, also es ist wirklich alles Wurzel. Ne, da ist nichts mehr mit Sortieren und hast du nicht gesehen? Das ist hier vorbei. Die Zeit ist hier vorbei. So, einmal zumachen kurz. Dann nehmen wir just die andere Schere. Die Wurzel nämlich weg, die oben drüber geht. Die nehme ich auch weg hier. Also da komme ich jetzt auch nicht mehr innen rein, um zu gucken, was da Sache ist. Das war einmal, das ist vorbei. Das hätten wir früher machen sollen. Das hat sich jetzt erledigt. Aber trotz alledem gucke ich mal. Aber hier sind auch Wurzeln kaputt. Nee, doch nicht, da ist noch ein weißer Kern. Es ist hier die Oberfläche, die mehr oder weniger mal gelitten hat. Aber auch schon wieder überwallt wurde von innen. Ja, also das hat sich reguliert tatsächlich wieder. Ja, genau. Das gleiche hier auch. Da ist die äußere Haut. Kann jetzt aber auch von dem Moos kommen, weil das Moos drauf gelegen hat. Ne? Kann auch sein. Und, aber ist es gesund darunter? Darunter ist alles gesund. Das ist okay. Ja, ansonsten, hör mal auf. Ich muss mal just hier gucken. Die nehme ich weg von oben auf hier. So. Ja. Gut, dass ich dann doch jetzt mal gecheckt habe. Den nehme ich auch weg hier. Weil noch ein Jahr. Nein, ja, dann wäre es eben noch ein Jahr gewesen. Ist halt so, machst du auch nichts, ne? So, habe ich mein Stecken hier. Ja, das hat keinen Sinn hier. Da kommen wir nicht wirklich rein. Da kommen wir nicht wirklich rein. Aber okay. So, die dünnen Dinger hier nehme ich auch nochmal weg. Auch nochmal weg. Muss ich wieder aufpassen, dass ich sie hochhalte hier. Diese kleinen Fusseldinger hier, die hier drauf gewachsen sind, die nehmen wir auch weg. So. Okay, dann gucken wir hier einmal. Hier kommt einer von innen, so ein kleiner. So, den nehmen wir auch weg. Und den ganz kleinen hier nehmen wir auch weg. Ich hoffe, man kann es erkennen, weil von der Belichtung her ist gerade Banane. Jetzt geht die Sonne an und aus. Und das ist eigentlich das Schlimmste beim Filmen. Ne, das, du kannst einfach nicht die Belichtung richtig einstellen, ist so. So, hat überlegen. Nehme ich den jetzt auch noch weg? Nein, den belassen wir. Der kann auch dicker werden später hier. Den belassen wir. So, hier ist jetzt einer. Ne, der kann weg.
Also ich betrachte das so, ne? Du vielleicht jetzt gerade nicht, aber so ist das. Ne? Jeder empfindet da auch so ein bisschen anders, was weg kann und was nicht. Aber ich bin da eigentlich sehr rigoros, muss ich sagen. So, denn ich würde ihn in dem Zuge auch gerne ein kleines Stückchen höher wieder einsetzen. Und dann nehme ich nochmal weg, was ich so sehe. Hier ist eine tote Wurzel. Ja, die ist tot. Das ist der Wurzel. Das ist eine von denen, die mal damals verfroren ist. Da kommt jetzt auch noch eine Dünne. Stecki. Da. Da kommt jetzt auch noch eine Dünne hier. Da muss ich aber erstmal gucken, inwieweit das da drunter aussieht. Mal gucken. Da sehe ich gar nichts. Ja, da ist auch eine tote Wurzel. Da ist auch ein Bereich, der also damals verfroren ist. Ne? So, ein Akku ist schon wieder rot. Das heißt schon wieder, ist rot. Ja, okay. Also lasse ich die Wurzel tatsächlich dran. Oder ich müsste hier komplett den ganzen Bereich wegschneiden. Ne? Von daher lassen wir die eine Wurzel. Guck mal, wie sich das weiterentwickelt. Kriegen wir das noch eben just schnell fertig. Ja? So, mal auf, dann schneiden wir hier auch mal so ein bisschen was weg. Weil wie gesagt, ich möchte ihn gerne etwas höher pflanzen. Einpflanzen. Ja, und hier werden wir wohl dann auch doch jedes Jahr nachgucken müssen bei der Linde. Ne? Okay. So, das sollte aber reichen jetzt, würde ich sagen. Wer denkst du? Man findet immer wieder noch was. Aber wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen in Eile. Gleich geht irgendwann die Kamera aus. So, hier haben wir jetzt eine Wurzel. Die sieht richtig dreckig aus hier. Mal eben gucken, ob die noch lebt. Nein, die ist tot. Die ist tot, siehst du mal, ne? So, pass mal auf, ich werde mal eben den Akku wechseln. Und dann gucken wir gleich mal nach. Und es kann weitergehen. Ich werde es jetzt so belassen. Das ist jetzt der Bereich, der kaputt ist. Aber ich sehe hier auch, ich habe ein bisschen rumgekratzt, dass auch lebender Bereich noch drunter ist. Das ist das Helle hier. Ja, da war eine kleine Wurzel. Also er kommt auch irgendwie aus dem alten Holz raus. Ja, okay. Linden scheinen also echt hart im Nehmen zu sein, was das angeht. Schon crazy auf jeden Fall. So, das heißt im Klartext, wo habe ich jetzt den Stecken? Den habe ich mit weggeschmissen. Nicht dein Ernst? Moment. Wir werden das Schätzchen jetzt anders einpflanzen. Das war die eigentliche Schale hier. Die ist viel zu klein, um das Bäumchen weiter voranzubringen. Das heißt, er muss erstmal richtig Wurzeln schicken. Und da braucht er einfach Platz. Und deswegen nehme ich jetzt eine größere Schale, Trinkschale hier. Und ja, besser ist das. Ne? So, wir brauchen jetzt aber nochmal den Bonsai-Draht. Denn, mal gucken, soweit kann er raus. So, so, so. Und dann schneide ich ihn ab. Okay, das haben wir schon mal. Ach, ich sage dir, du. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich, dass das dann doch jetzt so kommt. Ne? So, einmal durch hier unten. Und einmal an die Seite. So, okay. Also so tief kommt aber nicht rein. Wo habe ich denn jetzt meinen Becher gelassen? Moment, der steht hier unten. Ja, der Wind, der pustet hier alles durch die Gegend. Jetzt gerade wieder schön. Schön windstill, ne? So, haben wir einen Haufen außen rein. So, dalle. Okay. So, einmal drum. Und einmal die andere Seite. Einmal drum. Und so steht das Bäumchen schon mal fest. Und das war es jetzt eigentlich fast schon. Ne? Fast in dem Sinne. So, okay. Haben wir doch mehr geschafft, als ich dachte in diesem Jahr schon. Das ist schon mal crazy. So, ich werde jetzt auch nicht, wie ich anfangs sagte, dass er höher kommt. Das macht jetzt auch keinen Sinn. Der muss erstmal richtig schick Wurzeln machen wieder. Ja, und dann entscheiden wir nächstes Jahr, wie wir da weiter vorgehen. Dieses Jahr werden wir ihn ordentlich pflegen. Und nächstes Jahr holen wir ihn wieder raus. Und dann gucken wir mal, wie er sich dann weiterentwickelt hat. Ne? Weil das ist jetzt schon wichtig, denn der muss erstmal, der muss Wurzeln machen. Das war also jetzt nicht der Burner.
Definitiv nicht. Er hat den einen Winter so stark gelitten und ist dann in seinem kleinen Pöttchen stehen geblieben. Das kommt noch dazu. Ne? Aber ist auch ganz gut. Hätte ich ihn damals rausgeholt, nachdem die Wurzeln kaputt gegangen sind, vielleicht wäre er mir dann gar nicht mehr angewachsen. Ne? Und so stand er halt in seinem Milieu, sag ich mal, und ohne Stress, ohne alles und konnte einfach neue Wurzeln ausbilden. Von daher war das schon gar nicht verkehrt, dass wir das so gehandhabt haben. Aber okay, dann darf er dieses Jahr erstmal neue Wurzeln schicken. Und dementsprechend, ja, lassen wir uns überraschen, wie er sich dann weiterentwickelt. Auch der kommt jetzt abseits, wird nicht gedüngt. Thematik kennen wir jetzt schon. Ne? Okay, so, bin ich doch froh, dass wir hier dran gegangen sind. Okay. Meine lieben Bonsai-Freundinnen und Freunde, ja, ist doch schon interessant, was so ein Bäumchen einem zeigen kann, wenn es einfach da mal rumsteht und immer nur gegossen und gedüngt wird. Ne? Hat einen Winter kräftig gelitten. Das war der, nicht der jetzt, vor dem war, sondern davor der Winter. Ach du meine Güte, ne? Weißt du, was ich meine. Aber okay, er hat sich in dem Zuge aber nicht lumpen lassen, hat sich trotzdem schön entwickelt, sieht gut aus. So, er wird noch mal ein bisschen gegossen. Ich habe jetzt gerade auf den Untersetzer gestellt hier. In dem Zuge werde ich hier nachher, nein, nicht nachher, morgen oder übermorgen, wie auch immer, wann ich hier draußen weitermache, dann auch nochmal von den Zedern, von den Blauzedern, von der Atlaszeder ein paar Samen mit reinstecken, ne, damit wir eine Möglichkeit in vielen Gefäßen sie drin haben, die Samen, in der Hoffnung, dass sie keimen. Das wäre nämlich richtig klasse. So, und dann tickern wir mal kurz an. Im nächsten Film machen wir was. Ach, das Schätzchen hat sich richtig klasse entwickelt, muss ich sagen. Das ist unsere Weigelie. Ja, da werden wir dran gehen. Das Schätzchen steht in der Trainingsschale. Sollte jetzt voraussichtlich auch eine richtige Schale bekommen. Ich habe aber noch keine vernünftige Schale. Von daher wird er voraussichtlich wieder in eine Trainingsschale wandern. Ich müsste noch ein paar haben von den etwas größeren, so wie diesen, den wir jetzt gerade gesehen haben. Und nun gut, das machen wir auch zusammen. Hier dürfen wir auch schon leichten Rückschnitt machen, etwas pinzieren. Ja. Er hat sie also gut entwickelt, muss ich sagen. So, okay, yippie, dann wissen wir schon mal, was wir auf jeden Fall im nächsten Film machen. Hier wächst übrigens auch eine Erdbeerhorde mit drin von den Erdbeerrügen. Auch hier ist wohl eine Frucht reingefallen oder ich habe sie reingeschmissen. Ich weiß es nicht, kann natürlich auch sein. Und auf jeden Fall wachsen hier auch schön viele kleine Erdbeerpflänzchen. Ja, es gibt noch ein bisschen was zu tun, aber für heute soll es erstmal ausreichen, denke ich mal. So, Tilia, die Linde. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Bonsai-Film oder vielleicht auch Aquaristik-Film oder vielleicht auch Zimmerpflanzen-Film. Wie auch immer, wo du Bock drauf hast. Ne? Auf jeden Fall gucken wir, dass wir so viel wie möglich dieses Jahr hier abarbeiten. Wenn es möglich ist. Also morgen wird es voraussichtlich nochmal gehen. Das heißt, ich werde dann nochmal einen Tag dann filmen für uns hier. Und ja, dass wir halt vorwärts kommen. Ne? Denn das wäre doch schön, wenn wir das endlich mal schaffen würden. Weil dieses Jahr habe ich so richtig Bock. Ja gut, die Pflanzen haben sich auch gut entwickelt, also die Bonsai. Von daher macht das auch nochmal mehr Spaß. Und auch bei der Weigelie interessant zu sehen, wie sie sich entwickelt hat. Ne? Aus einem Topf, aus einer normalen Baumschulpflanze. Das ist schon eine krasse Sache. Wobei das auch eine zwergwüchsige ist. Sorte kenne ich jetzt nicht gerade. Kenne ich gerade jetzt nicht. Mal gucken, ob ich das noch rausbekomme, weil ich habe noch Zeit bis morgen. Aber kann auch durchaus sein, dass ich das wieder vergesse. Bis morgen. Weil ich habe noch viel andere Sachen zu tun, um die ich mich jetzt kümmern muss auch. Ne? Pflanzenpflege, Garnelenpflege und so weiter. Okay.